Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier vom Bodensee zu einer neuen Folge von Überblicke, das Stadtmagazin für die Menschen in und um Überlingen. Heute haben wir alles zum Thema See für Sie und starten jetzt direkt mit diesen Themen in die Sendung. Landesgartenschau rückt näher, so entwickelt sich das Gelände. Außerdem gläserne Werft am Bodenseeufer, der aktuelle Stand des attraktiven Ausflugsziels. Und die Kapitänin vom Bodensee, eine heimatverbundene Frau über ihre außergewöhnliche Leidenschaft. Ja, Überlingen wird zwar momentan von einigen Baustellen dominiert, aber wenn man bedenkt, was aus den Baustellen in naher Zukunft wird, dann kann man schon recht stolz sein. Es geht nämlich um die Landesgartenschau 2020. Die erste Landesgartenschau am Bodensee erfrischt absolut mit neuen Ideen und inszeniert wunderbare gärtnerische Kreativität, nicht nur zu Land, sondern auch zu Wasser. Hier ein kleines Update zur Entwicklung. Blütenpracht auf allen Baustellen. Das ist zusammengefasst das, was man sieht, wenn man sich den aktuellen Stand der Baustellen anschaut. Die Landesgartenschau, die 2020 in Überlingen stattfindet, wird nach und nach zu einem richtig paradiesischen Ort. Und dennoch ist der wichtigste Faktor momentan die Zeit. Der Zeitplan steht noch. Also auch das ist eng. Es wird bei uns so sein wie bei jeder Gartenschau. Vorne fährt der Ministerpräsident rein, hinten laufen die letzten Gärtner noch raus mit den letzten Schubkarren, Dreck in der Hand. Wir haben ja schon seit einiger Zeit bei uns auf der Homepage so einen Zähler laufen. Das haben wir begonnen bei 1000 Tagen noch bis zur Eröffnung. Da hatten wir auch ein kleines Fest bei uns in der Stadt. Und das war so eine Zahl, ach Gott, wir haben noch viel Zeit. Aber der tickt ja erbarmungslos runter und jetzt sind es nur noch 312 Tage, glaube ich, und es kommt immer näher. Und die Anspannung kommt immer näher und man merkt auch, alles dreht sich schneller und schneller. Die Uhren ticken und die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Doch schon jetzt heißt es Grün statt Grau. Weitläufige Rasen- und Wiesenflächen statt Versiegelung. Was mit einem Zuschlag im Juni 2010 begann, ist jetzt im Jahr 2019 fast final fertiggestellt. Der Uferpark ist das Herzstück mit vielen Nutzungsmöglichkeiten für alle Generationen. Und wichtig ist vor allem auch die nachträglich geplante Gastronomie im Park, die nach der Landesgartenschau weitergeführt wird. Es wird ein ganzjährig geöffnet. Restaurant. Das Besondere an der ganzen Konstruktion ist, wir werden im Gartenschaujahr hier den Landkreispavillon haben, wo der Bodenseekreis, unser Partner bei der Landesgartenschau, den Bodenseekreis als Einrichtung präsentiert. Die Gemeinden des Bodenseekreises können sich hier darstellen. Ist für uns eine spannende Bereicherung an spektakulärer Stelle in unserem Uferpark auf dem Landesgartenschaugelände. Bei dem Gastronomiegebäude war es den Beteiligten vor allem wichtig, wenig Fläche zu verbrauchen. Auf 2 Etagen und einer Dachterrasse wird das gastronomische Angebot im Uferpark dann seinen Platz finden. Auch die anderen Bereiche, wie zum Beispiel die Menzinger Gärten, die zu einem besonderen Ort in innerstädtischer Lage werden, nehmen Form an. Anfangs noch völlig verwunschen, ist heute schon eine ganz klare Linie zu erkennen. Und natürlich überzeugt an diesem blumigen Ort der Panoramablick auf See und Altstadt. Die Menzinger Gärten, die sind auch, was das Bauliche betrifft, schon sehr weit. Die Wege sind angelegt. Wir werden im unteren Bereich noch die Schlussdecke machen müssen. Die Karrees, die Gartenkarrees, wo die Gartenkabinette reinkommen, die müssen noch, ich sag mal, gefüllt werden mit Inhalten. Wir haben ja dort den SWR-Garten, wir haben dort die Fürstengärten, wir haben dort einen Garten der Insel Mainau. Und diese Dinge, diese pflanzlichen Dinge, die kommen natürlich noch. Aber baulich ist es schon sehr, sehr weit. Und im oberen Bereich wird im Moment der Spielplatz neu gebaut. Das ist eigentlich eine witzige Idee gewesen von der Firma, die diesen Spielplatz baut, dass man die Kletterelemente, die man hat, dass man die so ein bisschen auch der Silhouette der Stadt nachempfunden hat. Ganz besonders sieht man es an dem größten Kletterturm, der dem Münsterturm nachempfunden wurde. Und man kann von dort aus ja auch über die Stadt, über die Dächer der Stadt sehen. Man sieht den Münsterturm, also da ist so ein optischer Bezug hergestellt. Das hat uns sehr gut gefallen bei der Wertung der Gestaltung. Die Rosenobelgärten nehmen ebenfalls eine absolut idyllische Struktur an. Das Highlight ist hier der Aussichtspunkt auf dem 18 Meter hohen Rosenobelturm. Und damit nicht genug, auf dem Turm wird es ein ganz spezielles Blumenmeer geben. Da kommt ein Iris-Farbkreis, also mit verschiedenen Iris-Sorten wird also das gesamte Farbspektrum oben
abgedeckt, einmal im Rund. Man kann dann drauf gehen und die Mitte ist ja auch abgesenkt, sodass man sich auch den Pflanzen nähern kann. Man sieht sie also auch aus verschiedenen Perspektiven und das wird ein ganz besonderes Erlebnis sein. Und auch wenn bis jetzt noch nicht alles so gut sichtbar ist, mit ein bisschen Vorstellungskraft ist das künftige Paradies definitiv zu erkennen. Es ist ehrlich gesagt noch schöner geworden, als ich mir es persönlich vorgestellt habe. Der Uferpark entwickelt sich nach und nach mit der beginnenden Vegetation. Und das, was ich in den anderen Geländebereichen sehe, Menzinger Gärten, aber auch an der Rosennobelschanze, das ist schlichtweg spektakulär, weil hier werden Lebensräume erschlossen, die selbst die Überlinger in dieser Schönheit vorher nicht kannten und die unserer Stadt dauerhaft zur Verfügung stehen werden. Einem wunderbaren Spaziergang durch ein grenzenloses Gartenreich voller kulinarischer Genüsse steht 2020 also nichts mehr im Wege. Im November 2018 hat der Umbau der historischen Kellerwerft in eine gläserne Werft begonnen. Was das Ausflugsziel direkt am Uferweg alles kann und für wen es gedacht ist, wir waren vor Ort und haben uns den Umbau der Werft am Bodensee mal genauer angeschaut. Die Kellerwerft. Sie wurde 1912 gegründet und war bis in die 80er Jahre ein Bootsbetrieb. Sie stand lange Zeit still und wird jetzt im Jahr 2019 wieder aufgebaut. Niklaus Waser ist einer der Initiatoren der sogenannten Gläsernen Werft. Die Idee dafür kam ganz speziell zustande. Wir waren mit 7 Freunden und ein paar Leuten drumherum, waren wir in Südfrankreich segeln und haben dort die Idee bei einem guten Glas Rosé entwickelt, doch mal auch eine tolle Bar wie in Südfrankreich nach Überlingen zu holen. Und da haben wir dann lange sinniert und kamen dann auf die Idee, die Kellerwerft dafür zu nutzen. Es ging aber nicht nur um die Bar oder das Restaurant, sondern auch auf der anderen Seite das klassische Boot. Handwerk oder das klassische Segeln, weil wir nicht mit einem klassischen Boot in Südfrankreich waren und da wollten wir das Ganze einfach verbinden. Nach dem knapp 20 Jahre langen Dornröschenschlaf wird die Werft nun von November 2018 an rekonstruiert und nach allen Sicherheitsstandards am idyllischen Bodenseeufer für knapp 2,5 Millionen Euro neu errichtet. Ein sehr hochwertiges Konzept und somit tolles Ausflugsziel am östlichen Ende Überlingens. Also was man sieht, ist dann wirklich ein alter Schuppen aus neuen Materialien wiederhergestellt. Man sieht eine Werft, in der alte Boote restauriert werden, zum Teil auch rekonstruiert und damit neu gebaut werden. Man sieht eine Gastronomie. Wir wünschen uns dort eine gehobene oder qualitativ hochwertige Speisenauswahl. Auf der anderen Seite hat man aber auch die Möglichkeit, uns per Boot zu besuchen. Wir werden einen Steg haben, wir werden eine Slipanlage haben, sodass man uns nicht nur über Land, sondern auch auf dem Wasserweg besuchen kann. Solch große Projekte sind nie einfach. Höhen und Tiefen gibt es immer. Doch Niklaus Waser ist begeistert von der Unterstützung, die von allen Seiten zu spüren ist. Um mehr Leute in das Projekt einzubinden, haben die Initiatoren der Gläsernen Werft einen Verein gegründet, der mittlerweile aus 70 Mitgliedern besteht. Die Idee, bei dem Bau- und Umbauarbeiten eines Bootes zuzuschauen, ist so eher selten und einzigartig. Das Thema Gläserne Werft, die Kombination von Gastronomie und Werft und Bootsbetrieb, ist auch ein bisschen dadurch befeuert worden, dass es Interessenten gab, die sagten, ach, ein neues Boot oder das alte eigene Boot restaurieren lassen, wäre auch schön, wenn man zuschauen könnte. Und so sind natürlich dann verschiedene Ideen entwickelt worden und am Ende des Tages haben wir gesagt, okay, das ist doch ganz einfach. Man kann, wenn man hier sein Boot restaurieren lässt, und solche Fälle haben wir mittlerweile, die eigentlich darauf warten, dass der Handwerksbetrieb eröffnet. Weil dann kann er sein Boot bringen, restaurieren lassen und das kann ein Jahr dauern, das kann anderthalb Jahre dauern, kann dann in der Zeit jederzeit einen Kaffee trinken kommen, abends essen kommen und sein Boot anschauen, wie weit es denn ist. Und genau das funktioniert ab Ende Juli, also in wenigen Wochen. Dann soll die Gläserne Werft nämlich feierlich eröffnet werden und für jedermann zugänglich sein. Und wir bleiben direkt am See, beziehungsweise gehen wir gleich auf den See. Es geht nämlich um eine Frau. Sie ist jung, liebt das Wasser und hat schon früh ein großes Ziel vor Augen gehabt. Um wen und was es gleich geht, das verraten wir Ihnen gleich nach einer ganz kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück hier bei Überblicke. Ihr Element ist das Wasser. Tanja Held aus Überlingen am Bodensee ist die jüngste Kapitänin vom Bodensee. Der Saisonstart war bereits und das ist für Tanja Held einfach nur großartig. Sie liebt es, auf dem Wasser zu sein und wir durften sie bei einer ihrer Passagierfahrten begleiten. Ich bin Tanja Held, 24 Jahre alt, ich komme aus Überlingen.
Ich bin wahrscheinlich die jüngste Kapitänin hier auf dem Bodensee. Also das war ich zumindest, als ich das Patent gemacht habe. Und ich wüsste auch momentan nicht von jemand anderem. Und ich fahre auf den Schiffen von meinen Eltern, Schifffahrtsbetrieb Feld, MS Gunze und MS Milan. Also ich würde schon sagen, dass ich so ein richtiges Seekind bin. Also ich bin damit eben aufgewachsen, schon klein auf beim Segeln. Und dann meine Eltern hatten dann erst die Segelschule und dann den Schifffahrtsbetrieb. Und ja, da bin ich irgendwie mit groß geworden und ich war auch eine Zeit lang in Heidelberg und habe studiert, aber ja, ich bin immer wieder gern hierher gekommen. Das ist halt irgendwie meine Heimat und ich finde es einfach so schön hier. Man kann einfach, wenn man will, tagsüber schwimmen gehen und ja, ist einfach toll. Überlingen ist eigentlich auch eine der Städte mit dem größten Schifffahrtsangebot. Also man kann von hier überall hinfahren, nach Walhausen, in Überlinger See runter, mit der BSB um den ganzen See. Und ich finde, das ist schon ein tolles Angebot so. Gut, meine Aufgaben sind eigentlich unterschiedlich. Also wenn ich halt fahre, dann bin ich im Steuerhaus. Wir machen auch immer Ansagen, also was die Leute am Ufer so sehen, damit die wissen, wo sie sind und was sie sehen. Und ansonsten fahre ich aber auch oft als Matrose mit, eben mach Service unten, mach Schiff fest und los. Genau, und dann halt die Leute tollen Karten verkaufen, Auskünfte geben. Ich bin damit halt aufgewachsen. Also meine Eltern hatten zuerst eine Segelschule, da bin ich schon auf dem Wasser im Prinzip aufgewachsen. Und dann kam ich eben zum Schifffahren und es hat nach der Schule ganz gut gepasst, dass ich das Patent mache und dachte, das ist eine gute Chance für mich. Und ja, die Leidenschaft, ich finde es einfach einen tollen Arbeitsplatz natürlich und es macht mega Spaß, weil der See ist doch so vielseitig. Man findet immer wieder neue Eckchen und es ist einfach toll. Man muss 18 Monate Fahrzeit nachweisen, um das B-Patent zu machen, über 60 Personen. Ist es schon gut, weil man sammelt halt extrem viel Erfahrung. Das heißt, in vielen Situationen ist man einfach total entspannt, weil man das schon erlebt hat und weiß, wie man sich verhalten muss. Und das Wichtigste ist halt auch immer, dass man selber ruhig bleibt. Also wenn auch mal ein Sturm ist, dass die Gäste dann nicht, weil die kriegen ja dann schon auch Angst und Panik. Man sollte selber schon ruhig sein. Aber klar hat man dann immer im Hinterkopf, man hat die Verantwortung. Kapitän zu sein ist wahrscheinlich schon lange eine Männerdomäne, wie in vielen Berufen. Allerdings habe ich mir da immer nicht so Gedanken drüber gemacht. Und es gibt ein paar Frauen, die Kapitäne sind, gerade oft auch in den privaten Schiffsbetrieben. Und ich finde es eigentlich immer ein nettes Miteinander. Also egal wer das ist, da kam nie jemand und hat gemeint, oh Gott, was machst du denn da? Ab und zu steigen mal die Leute ein und sagen, oh mein Gott, Frau am Steuer. Aber ja, da stehe ich drüber. Und im Nachhinein sagen sie dann auch immer, ja okay, das nehmen sie zurück. Ja, da muss man einfach drüber stehen. Und wenn man Lust hat, das zu machen, denke ich, dann kann man alles machen, was man will. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Wenn Sie die einzelnen Beiträge noch einmal sehen möchten, besuchen Sie gerne auch unseren YouTube-Kanal unter Überblicke, das Stadtmagazin für Überlingen. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal ab dem 2. September wieder einschalten. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.